Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Pinwandstecker LP. Ich heiße Jojo und was ihr hier seht, ist mein erstes Let's Play. Also erwartet bitte nicht allzu viel. Das Spiel ist World of Tanks. Ich habe hier gleich mal, also für die, die es noch nicht kennen, sagen wir es mal so: Es ist ein MMO-Online-Game. Man hat am Anfang Panzer, ich kann es mal zeigen. Machen wir es mal mit Deutschland. Ganz am Anfang gibt es einen Level 1er Panzer, meistens leichter Panzer. Die Briten haben dagegen einen mittleren Panzer. Zu den Panzerarten, es gibt einmal diese mit dem Dreieck hier, das sind Jagdpanzer, meistens keinen drehbaren Turm, starke Kanone und im Normalfall eine gute Front oder sowas. Dann die mit der Raute sind leichte Panzer, sie sind schnell, schlecht gepanzert, schlechte Kanone, also sind gut zum Entdecken, hier genannt sozusagen zum Scouten. Dann gibt es, das gibt es erst weiter hinten, Medium Tanks, also mittlere Panzer. Das ist auch so eine Raute, bloß dass die so aus zwei Strichen besteht. Das ist so eine Mischung zwischen leichten Panzern und schweren Panzern. Das heißt, sie sind etwas langsamer als die leichten Panzer, besser gepanzert, bessere Kanone. Haben dafür auch eine ganz eigene Taktik. Danach kommen dann die schweren Panzer. Das ist dann eine Raute, die so aus drei Strichen besteht. Die schweren Panzer sind meistens sehr langsam, bis auf die Franzosen. Der Huster war beabsichtigt. Ja, sehr stark gepanzert, starke Kanone. Größter Feind eigentlich die mittleren Panzer oder die Artillerie. Das ist dieses Quadrat hier unten, also die mit dem Quadrat. Die sind sehr schwach gepanzert, haben aber eine derbe fette Kanone. Die gehen auch bloß bis Level 8, also es geht von Level 1 bis 10. Die gehen bloß bis Level 8. Die haben eine Draufsichtoption. Das heißt, wenn man also wie bei anderen Panzern, also man kann Shift drücken und hat dann praktisch so eine Art Sniper-Ansicht. Bei Artillerie geht es nicht. Da hat man eine Draufsicht auf das Feld und kann auf die schießen, die entdeckt wurden, also von dem Gegnern. Das Ganze werdet ihr dann schon noch im Verlauf des Spiels sehen. Es geht so, dass man einen Panzer hat, also zum Beispiel ein Level 1er und sich dann einen 9 holt. Das Ganze funktioniert so mit, zeigen wir es mal an dem deutschen Panzerjäger 1. Diese Reihe hier von Modulen, also Kette, Turm, Funkgerät und Kanone, sind von Anfang an drin. Dann kann man immer weiter erforschen, immer mehr, und dann am Ende irgendeiner Reihe steht dann meistens der nächste Panzer. Pro Gefecht kriegt man, also nach jedem Gefecht kriegt man Erfahrung und Geld. Man muss Reparatur und Munition zahlen. Es gibt keinen Respawn, das ist gleich mal von Anfang an gesagt. Ja, ich glaube, den Rest, wenn ich es vergessen habe, werde ich es wahrscheinlich eh nächstes Mal sagen. Den Rest werdet ihr dann sowieso im Verlauf des Spiels sehen. So, ich habe mir für dieses Let's Play geholt, also Level 2er geholt, weil ich keine Lust habe, mit Level 1ern zu spielen. Es liegt ganz einfach daran, dass die Level 1er momentan zugemüllt sind mit britischen Medium Level 1ern. Die sind vor, ich glaube, 3 Wochen sind sie zuerst in die rausgekommen. Ist immer noch sehr zugemüllt. Die sind zwar schwach gepanzert, seltsamerweise, haben aber eine so scheiße Kanone. Da müssen wir dann halt schon mit Level 2 an dagegen halten. Ich habe mir geholt fürs Let's Play einen deutschen Jagdpanzer, weil ich habe die auf meinem richtigen Account, habe ich den schon auf Level 7. Ist für mich meiner Meinung nach richtig geil, weil die einfach nur derbe geile Kanone haben, relativ schnell sind. Okay, gut, das sind die anderen eigentlich auch, aber ich finde es einfach cool. Für die Medium, also für die Heavy-Reihe, also schwere Panzer, die sind am Anfang noch hier Medium, bei manchen nur, sogar nur Light.
habe ich mir die amerikanischen ausgesucht, weil die Franzosen sind zu schnell, die Briten und die Deutschen viel zu langsam. Die Russen ist die eine Reihe viel zu langsam und die andere Reihe einfach nur scheiße. Also habe ich die Amis genommen. Bei den Medium Tanks dagegen habe ich mir jetzt hier den Light Tank BT-2 geholt. Der geht auf die, also diesen, der ist von den Russen. Ich finde die Russen einfach, komm, zeig mal doch gleich mal. Ich finde die Russen einfach genial in den Medium Tanks. Level 5, auf Level 5 gibt es den berüchtigten, oder berühmt-berüchtigten T-34. Ja. Dann die Artillerie habe ich die Russen genommen. Ich weiß nicht wieso, die haben mich einfach angesprochen. Ich fand die Deutschen, wollte ich einfach mal nicht nehmen. Die Amerikaner hat mein Kumpel und irgendwie, weiß nicht, finde ich die ein bisschen seltsam. Die Russen selber hat noch kein einziger meiner Kumpels, also jedenfalls noch nicht höher als Level 3. Und deswegen dachte ich mir, komm, nimm ich doch die. So, ja genau, zeigen wir erstmal die anderen auch. Das da Hanne ist eindeutig ein Jagdpanzer. Kein drehbarer Turm, festes Dings. Man kann nur das Geschütz bewegen. Das Geschütz ist vergleichsweise sehr stark. Also hier kann man die Module einbauen, so nebenbei bemerkt. Und zwar, es ist 3,7 cm. 28,57 Schuss die Minute ist sehr viel. Bei 40 Schaden und 42 Durchschlag. Eigentlich für ein Level 2er keine schlechte Kanone. Ja, Motor und so. Also man sieht hier, man kann keinen Turm einbauen. Dann zu dem Medium Tank hier. Sieht es etwas beschissen aus. Ich glaube, die Panzerung ist 22, 22, 22 und am Turm genauso. Eigentlich nicht schlecht. Ja, muss man ehrlich sagen. Bloß, dass halt die Panzerung hier überhaupt nicht abgeschrägt, sondern komplett gerade ist. Oder fast. Oder doch komplett gerade, ja. Die Kanone hier ist etwas schwächer. Der hat 36 Schuss die Minute, bei 30 Schaden und 33 Durchschlag. Also man sieht, das ist wirklich ein Unterschied. Hat natürlich aber dafür einen drehbaren Turm. Jetzt sieht man hier noch ein weiteres Geschütz. Gleich mal von Anfang an, man kann in World of Tanks immer nur ein einziges Geschütz verwenden. Man kann auch nicht wechseln zu einem anderen oder so, sondern es gibt nur dieses eine hier. Ja, dann den BT-2 und die Su-18 habe ich schon gezeigt. Der BT-2, man sieht hier sehr schön geformt, also man weiß gleich, dass der schnell ist. Das Teil da, er sieht mir etwas unbeholfen aus und der Winkel vor allem ist sehr klein. Ja, genau, also Artillerie hat natürlich hat auch keinen drehbaren Turm. Nur mal gleich so gesagt. Dann fangen wir doch mal an mit unserem T-2 Medium Tank. Es gibt heute, ist irgendein besonderer Tag und deswegen, oh, jetzt habe ich vergessen, die Uhr zu stellen. Das fällt mir jetzt ein. Deswegen, warte, ich hab's gleich, ich komme raus, ich bin rausgekommen. Genau, deswegen gibt es heute mal 3 Bonus. Also im Normalfall gibt es für den ersten Sieg des Tages zweifache Erfahrung und heute gibt es dreifache. Von den Erfahrungspunkten her, es gibt einmal nur die Erfahrung für den einzelnen Panzer und dann kriegt man gewird immer ein Teil in freie Erfahrung umgewandelt, die man dann für alle Panzer verwenden kann. Das hat folgenden Vorteil, eigentlich ja nicht für, ja doch für uns auch schon, dass wenn man Premium verwendet und einen Premium-Panzer hat, ein Premium-Panzer kann man nichts erforschen, also kann man mit Gold die Erfahrung umwandeln. Das heißt, man kann hier die Erfahrungspunkte eingeben, dann in Gold umwandeln und dann hat man frei. Ihr seht hier, ich habe bei FT17 632 Erfahrung. Den Grund erzähle ich euch irgendwann später. Ja. Das werden wir eigentlich nie brauchen, die Funktion, außer, nee, eigentlich nicht. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Gefecht, oder? Also ich habe jetzt auf 10 Minuten gestellt und nach 10 Minuten gehe ich dann in kein weiteres Gefecht mehr rein. Oh. Das Gefecht, was kann man darüber sagen? Level 2er Gefecht, glaube ich. Aber ich glaube, doch, der A13 MK1 ist ein Level 2er, ja, das heißt, es gibt nur Level 2er.
Wieso wir jetzt ganz unten sind, liegt ganz einfach daran, dass unser Panzer da unten eingestuft wird. Hat nichts damit zu tun, dass wir schlecht sind. Das heißt, wir können den obersten locker fertig machen, Alter. Der ist, sagen wir so, wir sind ihm ebenbürtig. Es gibt auf jeder Seite drei Level 1er. Passt. Die Map ist eigentlich eine Noob-Map. Das heißt nicht, dass sie einfach scheiße ist oder so, sondern ich finde sie persönlich geil, aber sie kommt nur in solchen niedrigen Gefechten vor. Ja. Okay, ich sehe hier gerade, wir haben ein Magazin. Das heißt, wir laden 7 Sekunden nach. Übrigens, das Visier hier, was ihr sehen könnt, ist ein Mod. Also, das ist einfach nur verändert. Nicht so wie im Original. Ja, also zum Magazin zurück. Wir haben jetzt ein 5er Magazin, das laden wir 7 Sekunden nach. Und danach müssen wir. Hoppala, Entschuldigung, nicht persönlich gemeint. 0,5 Sekunden für den nächsten Schuss nachladen. Okay, ich sehe gerade, ab und zu geht bei mir halt dann doch der Ping hoch. Au. Finde ich persönlich scheiße. Ja, ihr wahrscheinlich auch. Gehen wir dem mal auf die Fresse. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Ja, ich glaube, damit müssen wir einfach leben, dass dass der Ping öfters hochgeht. Und womit ihr auch leben müsst, ist, oh guck, das Zeichen da heißt, dass er gebrannt hat. Womit ihr auch leben müsst, ist, dass ich einfach öfters mal einfach aus dem, wie soll ich das sagen, den Faden verliere von dem, was ich gerade rede. Das passiert mir irgendwie öfter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Fragt mich bitte nicht. Au, 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 au. Ja. So, dann mal schauen, ob wir überhaupt mal einen Kill machen, dieses Gefecht. Der Ping pisst mich jetzt ehrlich gesagt an. Das war bei den Testaufnahmen sonst auch nicht. Mein Gott. Das finde ich jetzt persönlich scheiße. Aber na, PC-Neustart nach dem Video müsste es eigentlich auch tun. Hallo? Guten Tag. So. Ja, drehen wir uns einfach mal um. Das hat folgenden Grund. Heute ist er tot. Das Bling. Dass man, wie ihr seht, liegt mein Turm weiter hinten. Das heißt, wenn ich rückwärts raus war, habe ich vorne weniger Angriffs, also vorne im Prinzip, also das, was rauskommt, weniger Angriffsflächen. Und ist somit opa, weniger angreifbar. Yeah. Nein! Nein! Diese dänischen 3%, das sind 3 Leben waren das. Oh. Uff. Okay, gut, also so was ich jetzt da gerade noch gesehen habe, als ich rausgegangen bin, sagt mir, dass wir das Gefecht höchstwahrscheinlich gewinnen werden. Gehen wir doch gleich mal mit dem rein. Also ich habe es jetzt so weit aufgerüstet, wie es geht. Also, oha, das Ding hat einen Level 4er Motor. Oha, okay. Und zwar, dass man mit dem vorherigen Panzer eventuell sogar Module für den nächsten Panzer schon erforschen kann. Das war jetzt zum Beispiel bei der Artillerie der Fall, beim Motor. Da habe ich die untersten, da waren die nächsten 2 Motoren schon erforscht. Und das finde ich witzig. Also dann gehen wir mal mit dem BT-7 rein. Da wird uns jetzt wahrscheinlich der Ping ordentlich zu schaffen machen. Weil wenn man schnell fährt und der Ping so hoch ist, kann man natürlich schlecht kontrollieren. Wie ihr seht, wir sind wieder im selben, in einem ähnlichen Gefecht. Alles nur Level 2er, nur dass wir diesmal weiter oben sind. Ja, wieder 3 Level 1er. Und diesmal die Map Himmelsdorf. Für mich persönlich eine der meiner Lieblingsmaps. Ich weiß nicht wieso, aber sie ist einfach cool. Gut gestaltet und sie ist schon seit der Beta-Version vorhanden. Ja. Sieht von vorne richtig geil aus, irgendwie. Der Ping. Solange der Ping auf sich auf 100 hält, ist es in Ordnung. Also da ist es noch einigermaßen. Weil das Viech hier fährt sensationelle 172. Aber mit dem Motor wird es, glaube ich. Okay, doch, ich nehme alles zurück. Da ist nur die Beschleunigung schlechter. Jetzt einmal verbeten. Ich verlasse uns nicht.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin es persönlich nicht mehr gewohnt, mit solchen niedrigen Level zu fahren. Ich auf meinem richtigen Account schon ein Level 9er habe und mein schlechtester Panzer nicht fahre als Level 5. Und ich muss ehrlich sagen, hier ist. Also ich glaube, wir leben zwar nicht lang, aber ich muss ehrlich sagen, dass dieser Zielkreis hier für mich sehr groß ist. Und ich tippe mal darauf, dass wir wirklich nicht lange leben. Außer natürlich, der verschießt weiterhin so. Ah! Der macht natürlich auch zu schaffen, außer der Idiot verschießt. Und noch einen Schuss halten wir aus, außer der trifft die Kill. Okay, also Idioten soll es geben. Hoppala. Na, das pisst mich jetzt wirklich an, dass mein Unterfahren hier nicht einigermaßen gescheit trifft. Erster Kill! Erster Kill! Jawohl! Und hiermit haben wir unseren ersten Kill gemacht und wenn das jetzt hier so weitergeht. Etwas Glück. Schade. Ne? Okay, aber hey, immerhin ein Kill und einen gut vorbereitet, der uns dann leider geschnurrt wurde. Der ist immer noch im Gefecht, der T2. Dann gehen wir mit dem Panzerjäger 1. Wie viel haben wir noch? Eine Minute? Ja, das passt. Also jetzt hat uns der Ping gerade nicht zum Schaffen gemacht. Fand ich persönlich gut. Ein bisschen war es schon, aber es geht. Und wieder so ein geiles Gefecht. Ja, das gefällt mir. So, naja, genau, was ich noch sagen wollte. Ich entschuldige mich für irgendwelche Sachen, weil bei den Testaufnahmen, also ja, ich sage jetzt irgendwelche Sachen, aber ich erkläre dir das jetzt. Weil bei den Testaufnahmen war es so, dass das Programm irgendwie solche Shortcuts verwendet hat. Und ich halt so mit den Tastenkombinationen für World of Tanks, also wie Steuerung drücken und dann hat man die Maus hier frei, kann hier unten zum Beispiel Achtungssignale für die Sektoren geben oder wenn man Arti hat, mit Rechtsklick darauf dingen. Dann wenn man Alt drückt, hat man so eine Alternativ-Dings, wie ihr es hier seht. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und was war es? Shift ist Richtschützenansicht. Ja, und da hat es, ich weiß nicht wer bei welcher Tastenkombination, aber es hat dann immer so reingezoomt in irgendeine Ecke. Und falls das jetzt wieder vorkommt, also ich glaube, ich habe die Option gefunden und ausgeschalten. Falls es wieder vorkommt, dann bitte ich das zu entschuldigen und ich versuche das natürlich so schnell wie möglich zu wegzumachen. Und den kleinen Trick sagt er, den will ich jetzt treffen. Drehe dich. Seht, die Scharfschützenposition ist witzig. Meine Maus wackelt gerade ein bisschen. Der Gegner durch. Zack, jawohl. Zack. Wir haben sie böse erwischt. Und jetzt wurde uns geschnorrt. Hoppala. Ging der gerade irgendwo. Was? Gegen den M. Ah. Schon treff. Aua. Aua. Erwischt. Jawohl. So. Dann schauen wir mal. War der T1? Da war doch gerade. Aua, 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 aua. Ah. Au. Oh, fuck, 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 fuck. Schon wieder so eine H35. Oh, komm schon. Dreck, jetzt ist der Motor kaputt. Genau, was ich noch sagen wollte. Es gibt sowas wie aua. Okay. Es gibt sowas wie Reparaturkits, also so eine Reparaturkasten, wo man dann sich irgendwas reparieren kann. Da kann man nur einmal reparieren. Und wir haben aber gerade ordentlich EP kassiert. Also da kann man nee, nicht hier.
Da. Hier, kleine Ersatzteilkiste. Stellt die Funktion eines Moduls wieder her. Und das will ich aber erst verwenden, wenn wir auf Level 4 sind, weil die einfach zu teuer sind am Anfang und sich überhaupt nicht lohnen. Ja, mein Handy hat gerade geklingelt, das heißt, ich sollte jetzt eigentlich ausmachen. Aber wir erforschen jetzt kurz noch irgendwas. Und zwar würde ich sagen, die Ketten, den Motor. Ach komm, das Funkgerät nehmen wir auch noch dazu. Dann nehmen wir diese Kanone hier. Und für den Turm reicht's nicht mehr. Okay, dann bauen wir das neue Funkgerät ein. Die neuen Ketten. Also das erkennt man jetzt von außen nicht. Dann den neuen Motor erkennt man auch nicht von außen. So, jetzt Turm und Kanone. Die Kanone werdet ihr jetzt sehen. Also der Unterschied ist einfach nur besserer Durchschlag. Okay. Schaut mal auf die Kanone. Zack. Seht ihr, die ist jetzt länger geworden. Das müsste eigentlich... Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen höhere Genauigkeit. Aber ich glaube, so arg viel macht das nicht aus. Dann machen wir den gleichen Scheiß jetzt mit BT2. Da haben wir gleich 900, also fast 1000 Erfahrung bekommen. Mal 3. Also für mal 3 Bonus. Dann machen wir jetzt die Ketten. Den Motor, jawohl. Das Funkgerät auch. So, dann geht's aber ab jetzt. Da oben endet die Linie, das heißt, es geht hier unten lang und darüber. Also holen wir uns den neuen Turm und diese Kanone. Okay. Funkgerät einbauen. Ketten einbauen. Motor einbauen. Den Turm. Wie, wir haben kein Geld. Okay. Dann gehen wir aufs Lager. Und verkaufen diese übrigen Module. Und auf andere Fahrzeuge. Die Kosten geben uns zwar alle nichts, aber... So. Klack, jetzt haben wir wieder genügend Geld. Den neuen Turm könnt ihr jetzt auch sehen. Klack. Sieht gleich ganz anders aus. Und die Kanone. Das ist wieder dieselbe Kanone. Hoppala. Ach, der Panzerjäger 1 ist rausgekommen. Oh, mit dem haben wir verloren. Okay. Dann bauen wir die bessere Kanone ein. Die hat mehr Schaden und mehr Durchschlag bei der gleichen Schuss die Minute. Ist eigentlich nicht schlecht. Automatisch nachladen, Munition nachladen. Das sollten wir bei dem, glaube ich, auch machen, oder? Ne, da hat er das automatisch gemacht. Okay. Panzerjäger 1. Haben wir bestimmt auch irgendwas zum Erforschen. Ja, da können wir auf jeden Fall mal die Ketten erforschen. Und sogar noch den Motor. Super. Gut. Wie ihr seht, wir haben gerade da oben unsere freien Erfahrungspunkte verwendet. Aber das ist ja in dem Fall hier eigentlich ziemlich egal. So. Halt den Motor, genau. So, jetzt haben wir unsere Panzer gleich mal ein bisschen besser aufgerüstet. Mal kurz gucken, hat der... Oh, der hat aber richtig geile Kanonen zum Teil, ja. Also, ich sag hiermit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr guckt es weiter. Also, tschaußen.